32 victories, including 31 knockouts, with only one defeat. Tonight, he comes to the ring prepared to step to the threshold of greatness. From Kiev, Ukraine, the fighter with a PhD, the number one ranked heavyweight contender in the world, the former WBO World Heavyweight Champion, Dr. Iron Fist, Vitaly. Against two defeats with one draw. London, England, the linear, legitimate, universally recognized, undisputed heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. Strategisch mit Kalkül, da ein gern angenommenes Ziel lässt, denn er schlägt einen ganz hervorragenden Aufwärtshaken. Und erste gute Aktion von Vitaly. Gute Aktion von Vitaly. Bisschen nervös wirkt. Zum ersten Mal steht er mit so einem Kracher hier im Ring. Was für eine erste Runde. Hier nochmal den Treffer zu sehen. Zwei gute. Also, Sie haben es gehört, Fritz. Guter Jab von Lennox Lewis. Es ist ein ganz starker Schlag von ihm. Und gute Aktion von Vitali Klitschko. Die Rechte ans Kinn. Und Lennox Lewis direkt nach vorne. Gute Rechte von Vitali Klitschko. Lennox Lewis ist beeindruckt. Das war ein Wirkungstreffer. Er versucht zu klammern. Er muss nachsetzen, Vitali Klitschko. Schauen Sie, der Weltmeister taumelt. Die zweite Runde. Und Vorsicht. Reingelaufen. Er muss auf seine Deckung achten. Vitali Klitschko. Was für ein Schlagabtausch in dieser zweiten Runde. Was ist das nur für ein Kampf zwischen Lennox Lewis und Vitali Klitschko? Und erneut die Rechte, aber nicht präzise genug. Aber beide haben auch ordentlich ausgeteilt. Wer hat die bessere Physis? Gute Linke von Klitschko. Schöner Haken. Und Lewis versucht auszuweichen und kommt trotzdem wieder nach vorne. Was war das für eine zweite Runde? Unglaublich. Hier die schöne Rechte noch einmal zu sehen. Und damit hat er 31 Mal schon seine Gegner bislang in der Karriere zu Boden geschickt. Das hätte durchaus sein können für den Weltmeister. Diese Rechte von Vitali Klitschko. Und Lennox Lewis versucht jetzt hier sofort Druck zu machen. Gute Linke von Vitali. Er muss nachsetzen. Er hat so eine starke, eine überragende Physis. Und die am linken Auge. Und beide suchen das vorzeitige Ende. Er versucht alles los. Und beide machen auf mich nach dieser dritten Runde den Eindruck, als wenn sie schon stehen K.O. sein. Augenbraue. Das ist ein großer Nachteil, zweifelsohne. Und nicht angezeigt vom... Hier kam die Verletzung zustande, nicht genau zu erkennen. Nicht geahndet und gesehen vom Ringrichter Lou Moretz. Wir sind in der vierten Runde. Und Lewis attackiert sofort den Herausforderer Vitali Klitschko. Und beide liegen am Boden. Klitschko soll... Die Linke
Davon darf man sich nicht beeindrucken lassen. Das Ende der vierten Runde. Und gleich geht's in die fünfte Runde. Zweifelsohne, die Cut-Verletzung ist ein dickes Minus für den Herausforderer, für Vitali Klitschko. Lewis macht auf mich nicht mehr den frischsten Eindruck. Vorsicht vor dem rechten Aufwärtshaken zu klammern, denn das ist eine starke Waffe. Der linke Haken an den Kopf. Sucht den einen eins, nicht nur weil er blutet. Und ist noch anzumerken, dass die Kraft nachlässt. Und Lewis landen, um hier dieses Duell zu entscheiden. Von Klitschko zu platzieren. Gute Rechte von Lewis. Und für HBO diesen Fight kommentiert. Die linke Seite, die Gesichtshälfte von Vitali Klitschko. Von Vitali Klitschko. Gute Rechte von Vitali Klitschko. Entscheiden und die große Sensation hier heute Abend in Los Angeles zu landen. Und starker, schreckter Auswärtshaken von Lennox Lewis. Was für ein Schlag ans Kinn von Vitali Klitschko. Dass er da nicht in die Knie geht, ist schon eine Sensation. Lewis jetzt ganz klar im Vorteil. Lewis. Er kämpft verzweifelt um den WM-Gürtel. In einer echt 116 Kilo Lewis. Knapp 113 Klitschko, der schon wieder einen Aufwärtshaken einstecken muss. Der Kampf wird gestoppt. Der Kampf wird gestoppt. Lou Moret hat auf den Ringarzt gehört, der bei Klitschko in der Ecke war. Klitschko ist wütend. Er wollte weiter boxen, aber der Arzt sagt, das war's. Die Gesundheit eines Boxers muss vorgehen. Prüfen müssen, ob der Arzt überhaupt in der Ecke bei Klitschko war, der sich hier jetzt als Sieger feiern lassen will. Lennox Lewis wird ausgebuht und Sie sehen's. Er wird als der Held, als der Champion gefeiert. Dr. Vitali Klitschko. Und hier werden schon die Highlights aus dem Kampf eingespielt. Aber der Kampf ist zu Ende. Und Klitschko verlässt als Verlierer den Ring. Auch wenn er sich als Sieger fühlt. Aber der Ringrichter hat den Kampf zugunsten des Weltmeisters beendet. Und ich denke, wegen der schweren Verletzungen im Augenlid von Klitschko und dem schweren Cut in der linken Gesichtshälfte, den Schwellungen. Im Interesse der Gesundheit also. Das ist natürlich hart und schwer zu begreifen. Winner, officially at the end of six rounds by TKO victory and still heavyweight champion of the world.